Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Hier in Irkentand. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann fröhliche Weihnachten allerseits. Müsste heute der erste Weihnachtsfeiertag sein. So, wir sind wie gesagt in Irkentand. Ich habe hier Mausprobleme. Mausschnur. So, es wird nämlich... ich schätze mal, dass hier nämlich gleich gekämpft wird. Weil wir sind hier... Weil wir hinter Mercer her sind, beziehungsweise wir versuchen, die Augen der Falme vor ihm zu finden. Das ist unsere Quest im Moment, das ist unsere Aufgabe, unsere Bestimmung. Und ich gehe mal rein und ich müsste eigentlich dort drinnen auf Brynjolf und Karlia treffen. Deswegen brauche ich vermutlich erstmal gar nicht zu schleichen. Ich gucke mich aber erstmal hier vorne um natürlich. Hier steht... Hier steht nur Krempel rum, ne? Also schöne Eingangshalle aber eigentlich. Aber natürlich auch wieder alles kaputt. Wo sind sie denn? Hier sind auf jeden Fall viele Tode. Tode Leute sind hier. Am Start. Krasse Sache. Tode Leute. Glaub's nicht. Guck mal hier. Zaubertrank der ewigen Heilung. Und ein Bandit. Dem nehmen wir noch ein bisschen was ab. Zauberbuch, leichter Schutz, brauchen wir nicht. Hier ist auch noch ein Dode. Zaubertrank der Kleinheilung. Wenn er umsonst ist, nehme ich ihn mit. Ich kaufe die nicht mehr. Ich habe mir überlegt, ich kaufe nur noch ewige Sachen. Weil sonst wird das auf Dauer zu viel. Ich benutze die nicht mehr so oft. Und die wiegen halt auch einiges, wenn man das zusammenzählt, ne? Ich bin nicht sicher, ob es besser oder schlechter geworden ist bei den letzten Versuchen. Oh Mann, gibt's doch nicht. So nah. Ja, das ist schlechter. Vielleicht so, ha? So. Zweifel hier an diesem Schloss. Jetzt aber. Na endlich. Gold. Ring der Zerstörung. Joa, nehmen wir mit. Halskette der Magiker nehmen wir auch mit. Beschlagene Rüstung kannst du... Warte mal, was hat denn die beschlagene Rüstung? Rüstung 42, dieses ist lang nicht so gut wie meine, ne? Das ist nicht. Ach, ich dachte, das wäre Drachenschuppenrüstung. Ja, vergiss es. Ich habe ja die... Ja, alles gut. Alles gut. Das war Quatsch. Guck mal, hier sind noch ein Banditchen. Und noch ein Banditchen. Haben aber nicht gut gelootet hier, meine Freunde. Die ganzen Doden haben sie liegen lassen. So, das war schon mal die Eingangshalle. Mal so hier hinten. Manchmal ist da ja eine Truhe, ne? Wisst ihr Bescheid? Mache ich immer. In einem von 100 Fällen finde ich auch mal was. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich muss mal ganz kurz hier mit, was mache ich denn am besten weg? Mit dem Kettenblitz? Alter! Jo! Jetzt hat er auf einmal eine Armbrust, oder was? Ist ein Typ?
Warum sind die so schwer? Wie kann ich da besser vorankommen? Das hat jetzt extrem lange gedauert, ne? Es geht auch da hinten weiter. Wenn ich das gewusst hätte. Ich schleich mal, ne? Das ist immer dieselbe, ne? Die fliegen nur überall verteilt. Im Raum verteilt. Das sieht aus wie ein überdimensionales Klo, oder? Waren die Zwerge einfach größer als Elfen? Man weiß es ja nicht, ne? Eventuell. Guck mal, hier kommt doch bestimmt auch was raus. Speicher mal, Achtung. Was sag ich? So, pass mal auf. Kettenblitz hat ja nicht so gut geklappt. Ich nehme mal den Feuerblitz, vielleicht klappt der besser. Besser vielleicht, hä? Bisschen besser vielleicht. Hier ist noch ein Lokus übrigens. Ja, was haben die denn hier gemacht? Ich dachte, die hätten schon aufgeräumt. Nix ist. Sind überall Klos. Okay, mit dem Feuer geht es doch ganz gut. Mit dem Feuer geht es gut. Bleib hier. Wo ist der andere gewesen? Da oben irgendwo, ne? Nee. Wo ist der denn kaputt gegangen? Oder sind das einfach beide? Ah, hier. Da war er doch. Ja, geht inzwischen ganz gut. Ich muss erstmal wissen, wie und mit was. Vor allem. So, dann geht's jetzt weiter. Die Zwerge, ne? Das sind mir welche. Ich weiß gar nicht, ob ich diese einfachen Schmuckstücke überhaupt noch mitnehmen muss. Okay. Verstanden.
Wo muss ich denn hin? Wo? Ach, da unten! Den habe ich nicht gesehen. Traf ich den denn nicht? Axt! So. Hier hilft mir die Fontäne ein bisschen mit. Die Feuerfontäne. So. Muss ich jetzt hier durch? Oder was? Ja, offensichtlich. Ich meine, dass ich hier durch muss. Gucken wir nochmal ganz kurz, ob hier noch irgendwas ist. Ja, toll. Trouble ist hier. Oh, ein Silbererz nehme ich mit. Da kann ich mal was Schönes draus schmieden. So. Das ist anstrengend. Das am heiligen, nicht heiligen Abend, am Weihnachten. Das an Weihnachten. Vulkanglasstiefel der Stärke. Tragfähigkeit wird um 35 Punkte erhöht. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Kann ich entweder verkaufen oder verzaubern. Oder vielleicht sogar tragen. Wer weiß. Schauen wir mal. Vulkanglasstiefel. Ach. Die Zwema. Die Zwema. Wemer oder die Zwerge, sucht euch was aus, haben die hier auch gealchemiert. Muss ich jetzt aber nicht machen, ne? Hab eh nichts Gutes, oder? Komm, wir schauen mal kurz. Bisschen Entspannung zwischendurch, aber nee, Magiker wiederherstellen. Feuersalz darf ich nicht verwenden. Darf ich nicht verbrauchen, weil Fallmauer ist da hinten noch. Siehst du, manchmal einer nicht gesehen. Komm, Elixier der Stärke nehmen wir auch mit. Da ist ein Hebel. Aufschließend Tor Meister. Mache ich gleich auf jeden Fall. Allein wegen des Lerneffektes. Aber ich gucke erstmal hier weiter. Oder wird der Hebel des. Ist das ein Fahrstuhl? Oder, guck mal hier, siehst du? Siehst du? Da ist dann doch was. Da sind auch 4 Septime drin. Ja? Kann ja sagen, dass es sich nicht lohnt, nach Truhen Ausschau zu halten, irgendwo, wo es Geröll ist. Ist das ein Fahrstuhl? Das ist ein Fahrstuhl, ne? Der wird runterfahren. Komm, wir machen hier die Tür auf. Klar, wo sonst? Da kommen wir ja her. Muss ja irgendwo weitergehen. Okay. Meister ist sehr exakt, ne? Meistertruhen sind. Meisterschlösser sind sehr exakt.
Okay. Okay, okay. So, weiter. Ja, so vielleicht. Ja. Irgendwo dazwischen. Okay, vielleicht so. Oh nein, das war knapp. Alter, willst du mich ver... Äppeln. Na also. Schlossklappen verbessert auf 79. Ach, sehr gut. Aber ein paar... Und zwar ein paar Dietriche verbraucht, aber... Das ist, glaube ich, okay. Aha, wer steht da? Ach ja, hier sind sie. Weißt du, da alles Gefahr und bla und hier stehen sie in Frieden und denken so, ja, der wird das schon schaffen, der wird schon nicht sterben, wie wir fast. Mercer ist hier gewesen. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Diese Banditen da hinten. So haben Brynjolf und ich sie gefunden. Mercers Werk. Ah. Wir müssen zu ihm aufschließen, bevor es zu spät ist. Ich bin bereit, gehen wir. Wir sollten vorsichtig vorgehen. Ich würde mich nicht wundern, wenn er uns noch ein paar Überraschungen hinterlassen hätte. Na dann schauen wir mal. Finde Mercer Frey. Die Augen würden uns sehr dabei helfen, die Gilde wieder auf die Beine zu bringen. Man merkt, dass es eine Liebesquest ist, ne? Viel Schlossgeknacker. So, was haben wir hier? Goldbarren nehme ich mit. Zwergischer Metall, Silberbarren nehme ich mit. Jupp. Ach, diese... Bergen-Atmosphäre wieder. Da unten steht jemand. Das ist ein Falmer. Moment mal. Was ist das? Was ist was? Es ist Mercer. Seht, da unten. Das ist doch ein Falmer. Wo denn? Ich kümmere mich darum, Mädchen. Na, ich weiß nicht. Ach, da hinten. Er schleicht von hinten an den Falmer ran. Wir kommen nicht durch. Oder was macht er da? Nee. Ja, was denn nun? Ja, lass erstmal weitergehen, oder? Er spielt mit uns. Ach so. Er will, dass wir ihm folgen. Ja, Mädchen. Und wir sind bereit für ihn. Gehen wir weiter. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen, ne? Gut, dabei ist auch ein guter Dieb, nehme ich an, wenn er ein Nachtigall war. Jetzt kommen natürlich keine Zwergengedöns mehr, ne? Weißt du, jetzt wo ich Begleitung habe? Okay, ich speichere nochmal. Jetzt kommen wir hier in diesen offenen Bereich. Da, wo er scheinbar auch war. Da vorne ist ein Hebel. Da ist, steht da jemand? Ich guck mal. Ne, das ist nur so ein Pfosten. Ja, das ist nur so ein Pfosten. Alles gut. Okay. Wie groß das ist. Habt ihr so etwas schon mal gesehen, Mädchen? Eigentlich nicht. Was Stellt war das? Euch nur die verborgenen Reichtümer in diesen Mauern vor. Kommt, Feigling, kämpft! Dunkelheit möge euch verschlingen! Alter, geht die ab. Verschlingen! Was mal hier? Gift. Frostbissgift, bla 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 bla. Guck mal, das ist glaube ich eine Falmertruhe, ne? Ja. Da muss man auch drauf achten.
Falmer und Zwerge. Sieht alles anders aus. Alle Truhen sehen gleich aus, nur Falmer und Zwerge. Aber unterschiedlich. Was total logisch ist, weil die ja zusammen wohnen. Aber dann auch wieder nicht, weil die ja sehen ja trotzdem unterschiedlich aus. Ja, bla bla bla, egal. So, wir haben hier ein Schloss-Experte. Dann lass uns das mal aufschließen. Sollte uns ja ein leichtes sein. Schließlich haben wir schon ein Meisterschloss aufgekriegt. Ist er, sag ich. Da ist ein Feind irgendwo. Was kann man hier nichts machen? Aktivieren Hebel. Ah, okay. Hab ich verkackt, ne? Bei uns sind ganz viele Falme. Okay, so, den Hebel. Ich würde sagen, den aktivieren wir mal, oder? Das kann. Wo ist denn? Ach, da oben. Ist das. Nee. Da ist er. Wie kommt der denn da hoch? Und wie kommen wir da hoch? Ich mach jetzt mal den Hebel, okay? Ich mach mal Folgendes. Der schließt sich eigentlich eine Liebesquest. Sollte man ja eigentlich schleichen. Da ist einer. Ich glaube, da sitzt auch noch einer, ne? Ja, da sitzt noch einer. Jetzt aber. Kein Seelenstein ist groß genug. Aber noch irgendwo jemanden? Ich sehe die irgendwie so schlecht. Irgendwie fügen die sich gut hier in die Umgebung ein. Na gut, wir gehen mal weiter. Also irgendwie ist da oben noch einer. Kommen wir aber irgendwie nicht dran. So, hier hatten wir einen. Hier hatten wir einen. Da ist noch ein zwergisches gewesen. Gewesen. Ja, gewesen. So. Also der da oben, keine Ahnung. Vielleicht soll man auch nicht an den drankommen, vielleicht schießt der gleich noch auf uns oder so, keine Ahnung. Upsi, Vorsicht, was ist hier? Ja, nice. Was ist hier? Komm. Ach komm, wir heilen schnell. Da kommt dann wahrscheinlich auch gleich was raus. Da geht's wahrscheinlich weiter. Da sind jetzt allerdings Stacheln. Pixies, wie kommen wir da durch? Weiß ich nicht. Leute, passt doch ein bisschen auf.
weiß man doch. Muss doch nicht sein. Sowas. Dass die einem immer hinterherkommt bei jeder Bewegung. Was liegt hier noch? Chaos-Chitin? So, hier drüben auch nochmal gucken. Ganzen Pilze natürlich einsammeln. Sind ja sowas gut. So, das ist sehr empfindlich, das Teil, ne? Hallo? So, jetzt aber. Alter, kann die hüpfen, wenn die schleicht. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Da kommt doch bestimmt gleich noch was raus, oder? Oder sieht mich nicht, weil ich schleiche. So. Ja, schubst mich nicht rum. Kommen wir jetzt hier durch? Oh. Wer ist da? Lassen wir die Spielchen und beenden wir die Sache. Verstanden. Ich glaube auch, dass sie unsere Botschaft verstanden haben. Wir mögen einfach keine Skiver. Oh, ach, ich dachte mir gerade, das wäre ein Ich hätte jetzt beinahe auf die geschossen, weil ich dachte, es wäre Schleicher. Palmer. Mal schleichen. Gibt's auch. So. War das jetzt der Hebel da oben eventuell? Habe ich das jetzt zugemacht? Kann das sein? Dass ich das aus Versehen zugemacht habe? Da drüben ist noch ein Hebel. Da muss ich wahrscheinlich da drüben den Hebel auch noch ziehen. Der andere wieder nicht mehr. Aha, jetzt aber. Okay, prima. Da seid ihr ja. Euer Leben ist verwirkt. Euer Schicksal ist besiegelt. Was aber? Du machst gar nichts. Ich kann es kaum erwarten, meine Hände um den Hals dieses Dreckskerls zu legen. Gut. Sind wir jetzt hier, glaube ich, einen Schritt weiter? Kurz gucken. Ich würde ganz kurz nochmal da durchgehen. Nicht, dass das wieder zugeht oder so. Jupp. Wunderbar. Nächste Abteilung. Und dann würde ich sagen, machen wir hier weiter, aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.